ja nicht gut. Hallo, mein Name ist Tuong. Ich studiere hier in Göttingen interkulturelle Germanistik Deutschland-China und ich trainiere etwas Wushu. Also wenn Leute mich fragen, was Wushu ist, dann erkläre ich das meistens so. Also da frage ich erstmal nach, ja, kennt ihr vielleicht Jet Li? Weil Jet Li ist ja ein Schauspieler, sehr bekannt für seine Kampfkunstfilme. Und er hat in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit Wushu trainiert, war da sehr gut und wurde auch dadurch bekannt. In letzter Zeit habe ich pro Woche 4-mal trainiert. Es kommt natürlich darauf an, ob das die Zeit zulässt. 2004 habe ich angefangen, also so um die 9 Jahre ungefähr. Ja, wir haben in 3 Wochen das chinesische Frühlingsfest und einen Auftritt dort. Ich werde zusammen mit einem Freund Wushu vorführen. Er selber trainiert aber Wudang Kung Fu. Genau, und jetzt in den nächsten 3 Wochen werden wir uns im Training mehrere Male treffen und unsere Choreografie aufeinander abstimmen. Genau, ich führe Wushu-Fächer vor und mein Kumpel, der führt Wudang-Schwert vor. Ja, das chinesische Frühlingsfest, das ist eigentlich das Neujahr, das chinesische Neujahr. Es liegt jetzt in diesem Jahr im Februar, weil das chinesische Neujahrsfest oder das chinesische Frühlingsfest richtet sich nach dem Mondkalender und deshalb ist es in jedem Jahr anders. Also normalerweise zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vor 2 Jahren hatte ich bereits einen Auftritt, auch beim chinesischen Frühlingsfest. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht dieses Jahr nochmal? Dann habe ich mich beim chinesischen Studentenverein gemeldet und die haben gesagt, ja, super, passt super ins Programm und gerne, ja. Geschätzt 20, 10 bis 20 Minuten zum Aufwärmen und so, aber jetzt 4 Minuten, aber naja, sowas passiert halt, kommt immer vor. Ja, kurz vor dem Auftritt muss man sich natürlich auch warm machen, dehnen, das ist das Wichtigste, damit man sich während der Vorführung auch nicht verletzt. Und dann, ich schließe meine Augen und atme dann kurz 1-2 Mal ein und aus, ganz tief, sodass ich in mich gehe, vielleicht die Form noch einmal im Kopf durchspiele. Ja, und dann geht's auf die Bühne.
Ja, also lief eigentlich ganz gut, die meisten Bewegungen. Also ich hatte Kraft, Schnelligkeit und so war, glaube ich, besser als im Training. Aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich habe den Fächer da weggeschmissen, an einer Stelle, wo ich das nicht erwartet habe. Meistens passiert es so. Also man konzentriert sich auf die schwierigeren Stellen und dann bei einer anderen Stelle, bei einer einfachen Stelle, da passiert halt der Fehler. Aber ist ja nicht so schlimm gewesen, glaube ich. Weil das, was ja. Ich jetzt gut anschätze, so das ist so halt. Ja, ich denke, es ist okay gewesen. Kann immer besser werden, aber. Also ein bisschen weniger. Ja. Genau. Sehr cool, ja.